Hey zusammen, Hula Hoop ist nicht nur ein Fettkiller. In diesem Video nenne ich dir weitere Vorteile der Benutzung von Hula Hoops. Am Anfang ist Hula Hoop ungenießbar. Du versuchst alles, damit der Reifen irgendwie oben bleibt. Allerdings, sobald du das Kreisen um die Taille beherrschst, fängst du an, die Bewegungen zu genießen. Es ist auf einmal so unkompliziert, so einfach. Lass all deine Gedanken los, schließe deine Augen, meditiere und konzentriere dich nur auf den Rhythmus. Es fühlt sich an wie eine Art Befreiung von dem nahezu konstanten Denkprozess unserer menschlichen Realität. Das Mischen dieser Befreiung und Bewegung, was uns von Natur aus besser fühlen lässt, ermöglicht es, unsere Wahrnehmung in einen größeren Bezugsrahmen zu erweitern. Wir empfangen in einer bedingungsloser Selbstliebe Vertrauen, Freude und Selbstkraft, während wir gleichzeitig Angst, Zweifel und Sorgen loslassen. Es ist einer der besten Vorteile des Hula-Hoop-Reifens wegen seiner Auswirkungen in Form von Stress und Angstbefreiung. Du kannst dich auf Dauer besser fokussieren. Hula Hoop macht dich nicht nur stark und frei. Du lernst dich selbst zu lieben, dich zu schätzen. Stell dir vor, der Reifen ist dein Happy Place. Du kannst spielen. Im Reifen darfst du dich ausprobieren. Im Reifen wirst du erkunden, wie sich dein Körper bewegt, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt. In deinem Reifen kannst du wild, frei, ruhig oder albern sein. Es ist völlig egal, wer du bist und wie du aussiehst. Es gibt keine Einschränkungen. Sei so, wie du bist. Du wirst merken, dass es dir gut tut, dass du eine Menge Gutes getan hast. Das pusht dein Selbstvertrauen und das wiederum fühlt sich enorm gut an. Die Haltung hat mehr Einfluss auf Körper und Geist, als du vielleicht glaubst. Eine schlechte Körperhaltung führt dazu, dass bestimmte Muskeln verhärten oder sich verkürzen und du dir langfristig eine Fehlhaltung antrainierst. Durch die Stärkung des gesamten Kerns beim Training kann man mit Hula Hoop langfristig die Körperhaltung verbessern. Eine richtige Körperhaltung ist enorm wichtig im Alltag. Es macht dich selbstbewusster, du fühlst dich nicht so schnell müde und es erzeugt weniger Spannung im Rücken und deinen Schultern. Durch ein regelmäßiges Hula-Hoop-Training kann man angeblich das LDL-Cholesterin senken. Das Lipoprotein ist für den Transport des Cholesterins von der Leber zu den anderen Organen verantwortlich. Sind die Körperzellen allerdings nicht mehr fähig, weiteres Cholesterin aufzunehmen, können die Arterien verstopfen und somit kann es zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt führen. Hula-Hoop ist nicht nur gut für die Lunge, für das Herz, für die Gesundheit, sondern es senkt auch das Risiko von Diabetes. Seit anderthalb Jahren trainiere ich mit Hula Hoop und ich bin in der Zeit nur einmal krank gewesen. Ein regelmäßiges Hula Hoop Training kann Angstsymptome lindern und Depressionen. Aber wie fängt man mit Hula Hoop an? Nummer 1. Je größer der Reifen, desto langsamer dreht er sich um die Taille. Das ist besser als Anfänger. Allerdings sagt man als Faustregel, dass der Reifen vor dir aufgestellt bis zum Bauchnabel sein soll. Ein schwerer Reifen bleibt besser oben wegen der Schwerkraft. Allerdings darf der auch nicht zu schwer sein, weil sonst gibt es Verletzungen. Man muss für sich persönlich den richtigen Reifen finden und auch testen. Viele Hersteller bieten einen Widerruf an, wo du innerhalb von 14 Tagen ohne Probleme den Reifen wieder zurückschicken kannst. Das Gute ist, man kann das Cardio-Training von überall aus machen, also man braucht eigentlich nur einen Reifen. Die sind auch gar nicht so teuer. Du bekommst einen Fitnessreifen ab 10 Euro. Man muss auf die Qualität etwas achten. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn der Reifen gepolstert ist. Es ist angenehmer für die Haut und es schützt vor Verletzungen. Nummer 2. Ich habe Hula Hoop mit Hilfe von YouTube-Videos gelernt. Ich habe am Anfang blöd drauf losgehullert, bis ich mir dann mehrere Videos angeschaut habe und das war für mich auf eine Art und Weise verständlich. Es kann für dich eine Hilfe sein, wenn dir jemand was erklärt oder zeigt, als wenn du das ständig nachlesen musst. Also hole dir einen Reifen und schau dir Videos an. Und das war's. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bleibt im Reifen, weitermachen, nicht aufgeben. Bis bald. Tschüss.